Jo, meine Freunde, was geht ab? Willkommen zurück. Und wir setzen mal die Sonnenbrille ab zu eurem Zucker und Sushi, meine Freunde. Ich begrüße euch zu diesem schönen kleinen Sonntagsvideo, meine Freunde. Heute wieder auf Ehrenbasis eine Reaktion. Warum kam gestern kein Video, meine Freunde? Freitag hätte ich theoretisch das Video aufnehmen müssen für Samstag, weil das über Nacht bei mir immer durchschneidet, also hochlädt dann auf YouTube. Und es kam einfach kein Video, Freunde, weil bei uns einfach die Hölle los ist, meine Freunde. Ich bin einfach fertig nach dem Arbeiten. Ich bin froh, weil ich zu Hause bin. Ich lege mich auf die Couch, ziehe mir hier und da nochmal einen Kaffee oder einen heißen Kakao oder irgendwas drin. Und dann wird es chillt, Freunde, ganz ehrlich. Da bin ich einfach nicht mehr motiviert, habe keine Energy und ich würde euch da quasi ein Video hinrotzen, weil ich einfach nur kaputt bin von meinem Arbeitstag. Aber ich möchte hier gar nicht lange rumschnacken und irgendwelche Ausreden suchen, meine Freunde. Es ist Sonntag. Heute kommt ein Video, was ich am Samstag aufnehme. Und was ich euch sagen wollte, meine Freunde, ich habe Urlaub. Leute, ich habe Urlaub. Wie geil ist das bitte? Ich freue mich mega, dass ich Urlaub habe. Ich habe eine Woche Urlaub, meine Freunde. Wir können also diese Woche richtig viele nice, geile Videosachen rausbringen, wenn mein Kopf mir so viel Energy lässt und mir da schöne Ideen einfallen, was wir die Woche machen können. Auf jeden Fall wird die Woche dann nicht nur Montag ein Video kommen und Samstag und Sonntag ein Video kommen. Dann wahrscheinlich zwischendrin nochmal alle zwei Tage oder so kommt jetzt bestimmt wahrscheinlich ein Video in der Zeit, wo ich Urlaub habe, meine Freunde. Da lasst mir was einfallen. Wenn ihr geile Ideen habt, was ich machen kann, was ich machen soll, guckt meine anderen Videos, die ich alle so gemacht habe und vielleicht habt ihr irgendwie eine Idee. Also ich hatte vielleicht vor die Woche, dass wir die Woche irgendwann einmal abends einen Livestream machen und vielleicht die Best-of-Szenen hochladen, dann darauf den folgenden Tag beispielsweise. Oder dass ich halt an sich mal wieder ein kleines Gaming-Video mache und zwar hätte ich Bock auf Pummelparty, meine Freunde. Wer zufällig von euch Pummelparty hat, das haue ich jetzt hier raus. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Der könnte dann eventuell die Tage oder den Tag, wo wir dann Pummelparty zocken, mitzocken. Finde ich auf jeden Fall ein cooles Unterhaltungsgame. Macht auf jeden Fall Bock und geht halt auch eine Weile. Also finde ich auf jeden Fall nice. Was ich noch sagen wollte, wer nichts von mir verpassen möchte und weiterhin auf dem Ball bleiben möchte und auch am Freitag oder Samstag oder Donnerstag oder Mittwoch oder Dienstag oder welchen Tag auch immer in der Woche von mir etwas sehen möchte und dieses schöne Gesicht sehen möchte oder sehen möchte, was ich allgemein so mache, der folgt doch mir bitte einfach bei Snapchat. Da poste ich an sich eigentlich jeden Tag was. Und ansonsten folgt mir bei Instagram. Links unten in der Videobeschreibung. Und ja, meine Freunde, Abfahrt. So, meine Freunde, hier sind wir wieder. Ich möchte euch heute ein ganz, ganz spezielles Video zeigen. Mir persönlich dieser Mensch sehr viel positive Energy gibt. Und ich muss sagen, ich finde diese Videos, die er macht, einfach mega und habe mich halt auch ein bisschen mit diesem Menschen beschäftigt, wer da so hinter ist, was der so gemacht hat, was der jetzt aktuell macht. Und ich muss sagen, meine Freunde, Dean Schneider. Wer ihn kennt, der kennt ihn. Wer ihn nicht kennt, sollte ihn bitte kennenlernen. Das machen wir nämlich heute mit dem kleinen Reaktionsvideo. Ich habe mir einfach mal das Video Dean Schneider minus live rausgepickt. Das ist nicht so lange, aber da bekommt man halt einfach mal einen kleinen Einblick, was abgeht. Und ich möchte auch gar nicht so viel schnacken. Ihr sollt euch im Video reinziehen, was dieser Mensch macht, was dieser Mensch kann. Und was ich vielleicht an diesem Menschen so toll finde, könnt ihr euch dann wahrscheinlich noch denken nach diesem schönen Video, ist einfach nice, was der Typ sich aufgebaut hat, was er mittlerweile macht, wem er alles hilft. Es ist wirklich Wahnsinn. Und das, meine Freunde, ziehen wir uns jetzt zusammen rein. Ich habe dieses Live-Video an sich auch noch nicht gesehen. Deswegen gönnen wir uns das heute gemeinsam zum ersten Mal, wer es noch nicht gesehen hat. Und Abfahrt. Übrigens, meine Freunde, wer geguckt hat, ihr seht nur noch den Pfeil und habt nicht mehr dieses schwarze Kästchen um den Pfeil drumherum. Weil ich habe eine bessere Aufnahmesoftware. Aber los geht's mit dem Video, Freunde. Ein wahnsinnig schönes Tier. Wahnsinnig schön. Live. Wenn ich diese Stimme von dem Menschen schon höre, Mann, ey, ich könnte mir jeden Tag 24/7 einen Podcast oder so von ihm reinziehen. Ich finde seine Stimme auch wirklich so geil, also muss ich wirklich mal sagen, also wirklich sexy, 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 sexy Stimme und mein Popschutz geht mir gerade voll auf den Sack, ey.
lege mich zurück und genieße das Video. Weiter geht's. Every morning we wake up to the greatest gift we have. The gift of life. Und da, meine Freunde, muss ich sagen, ich möchte gar nicht so viel stoppen, weil es so geil ist und so nice ist und so emotional. Aber, meine Freunde, bitte vergesst nicht das Leben, meine Freunde. Ihr lebt. Ihr habt ein Leben. Bitte vergoldet es nicht. Bitte verschenkt es nicht. Probiert hier und da mal Sachen aus. Aber wichtig ist, meine Freunde, leben. Lebt euer Leben. Every living being on this beautiful planet, including you and me, is blessed with a life. Now, what is life? Life to me is a limited period of time we have been given on this planet to find and fulfill our purpose. The funny thing is that most people. Hört ihr es im Hintergrund, meine Freunde? Sind wir bei König der Löwen. Freunde, wahnsinnig schöne Tiere. Wahnsinnig schöne Tiere, die er hat. Spend their entire lifetime searching for their purpose. Waiting for the right moment to act. Invest time, emotions and love. But what most people don't realize is that the right moment is now. We all have the ability to make this world a better place. The biggest value you can contribute to this world is to be the best version of yourself. Wahre, weise Worte, meine Freunde. Wahre, weise Worte. Your best me will inspire others to become the best version of themselves too. When I started to follow my passion and live my life to the fullest, I became the best version of myself. And success and meaning followed immediately. Life is filled with challenges. Remember, the struggles along the way are only meant to shape you for your purpose. Denzel Washington once said, "Ease is a greater threat to progress than hardship." Stop waiting for the right moment to work hard. Stop waiting for the right time to love. Don't wait with moving on or beginning with something new. Wahnsinnig, was das für ein majestätisches Tier ist, Mensch. Einfach wahnsinnig. Your life is happening right now. The time is limited and the purpose is clear. Become the best version you can be. Now. Wahnsinnig geiles Video, meine Freunde. Ich habe tatsächlich, muss jetzt ehrlich mal dazu sagen, ich habe tatsächlich mit etwas anderem gerechnet, aber auch geiles Video, meine Freunde, muss ich mal dazu sagen. Also, wer jetzt immer noch nicht weiß, wer Dean Schneider ist, ich dachte mal, der fährt ein bisschen mehr über Dean Schneider in diesem Video. Wir schauen uns einfach mal den Kanal an, meine Freunde. Dean Schneider, meine Freunde, ist ein Mensch, der aus Österreich kommt. Ich weiß nicht, ob er es drin stehen hat. Ah,
ja, wir haben es hier ein bisschen stehen. Ja, also I'm Dean Schneider, 27 Jahre alt, ist Rift Guy. Und man muss sagen, dass Dean sehr, sehr, sehr erfolgreich war in dem, was er vor diesem ganzen YouTube-Thema gemacht hat. Also er war sehr erfolgreich in Österreich und hat sich halt aber irgendwann gesagt, als er mal mit seinen Leuten halt auch in Afrika war, du, dieses ganze Business und Geld verdienen und so eine Scheiße ist ja alles schön und gut, aber das ist nicht das, wo ich mich drin sehe. Und er ist dann halt einfach wirklich, hat gesagt, Leute, ich hänge das Ding hier an den Nagel, also das Ding hier in Österreich an den Nagel und gehe wirklich nach Afrika. Mittlerweile hat er so viele Tiere, meine Freunde, um die er sich kümmert, die er versorgt, bei ihm einfach ein wunderschönes Leben haben. Und dafür kann ich nur dieses Video hier empfehlen. Dean Schneider, Hakuna, Paka Vlog 6, Meet My Animal Family. Das Video ist auf jeden Fall so lang, dass wir uns das jetzt zusammen reinziehen können. Aber ich zeige euch einfach mal einen kleinen Ausschnitt. Hier sind wieder die schönen Tiere, die ihr eben gesehen habt. Seine schönen Löwen. Also Freunde, er hat wirklich, also von A bis Z lebt bei ihm alles Mögliche und alle haben Bock, guck mal Leute, alle kommen kuscheln, Hunde kommen kuscheln, ja, und es ist Wahnsinn. So, hier die nächste, ja, immer noch Hunde, Hunde, Hunde. Das Pumba, das super, 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 super schönes Schweinchen, alle mögen's, bei dir zu sein. I gotta be careful with those horns. Antelope species. In the world, they can get up to 1 ton heavy. Es ist einfach wirklich, wirklich nice. Also dieses Video kann ich euch nur von Herzen empfehlen. Und wer möchte, dass wir uns dieses Video als Reaktion zusammen angucken, damit ihr mal so seht, wie ich darauf reagiere, was auch immer. Also wer möchte, dass wir uns dieses Video zusammen reinziehen, meine Freunde, lasst mir in die Kommentare, das will ich wissen. Dann ziehen wir uns diesen schönen, schönen Vlog mit Dean und seinen kompletten Tieren, die er zu Hause hat, zusammen rein. Ansonsten empfehle ich euch dieses Video, euch das selber mal reinzuziehen. Einfach mal Energy in diesen Videos mitzunehmen. Also ich muss sagen, wenn ich mir diese Videos von Dean angucke, ich nehme deutlich, deutlich, deutlich mehr nach so einem Video von Dean mit, als von den meisten anderen deutschen YouTubern oder allgemein auf YouTube, was abgeht, was ich mir sonst so reinziehe für Content produziert wird. Es gibt viele, viele coole andere Leute auf YouTube, die genau sowas machen wie Dean. Aber das bei Dean hat einfach nochmal ein anderes Feeling, wie ich finde. Deswegen schaut es euch einfach selber an, gebt eure Meinung dann dazu ab, lasst es mich wissen. Ansonsten schauen wir uns das Video gerne zusammen an. Wenn ihr das möchtet, dann schreibt es mir einfach, wie gesagt, in die Kommentare. Und ja, meine Freunde, also Dean, Kuss geht raus an dich. Du wirst dieses Video von mir wahrscheinlich niemals sehen, aber ich muss sagen, ich supporte dich, ich finde dich mega korrekt. Ist einfach nice, was du machst, und ich wünschte, am liebsten würde jeden Tag ein Video von Dean kommen, weil das so positive Content ist. Einfach mega. So, meine Freunde, ich möchte euch nicht länger aufhalten. Ich möchte euch nicht länger euren Sonntag verderben, my friends. Wir sehen uns morgen zum Montag-Video. Zu was auch immer wir mal machen werden, das weiß ich noch nicht. Lasst es mich einfach unterm Sonntag-Video wissen. Ja, falls ihr Ideen habt, was wir morgen machen sollen, schreibt es mir rein. Vielleicht kann ich das bis morgen umsetzen. Ansonsten kommt morgen auf Montag ein neues Video, meine Freunde. Bis dahin, haut rein. Wir sehen uns morgen. Euer Zuckersüßi sagt, bye bye.